Ich habe mich heute mit Sinclair von Sinclair Solutions getroffen. Das ist so eine pseudolegale Firma, die diejenigen Probleme löst, von denen Ryan nicht mal zugeben will, dass er sie überhaupt hat. Ich könnte 40 Seiten in der Tribune mit Stories über den Kerl füllen, wenn er mich nicht dafür bezahlen würde, es nicht zu tun. Tja, er sagt, er hat Arbeit für mich. Ich frage, was? Und er grinst mich mit seinen 1000-Dollar-Jacket-Kronen an und sagt, dieser Job wird, Zitat, die Welt verändern. Zitat Ende. Ich weiß, diese Anlage ist wichtig für die Geheimhaltung Raptures. Aber wenn ich sehe, wie ich in diesen torkelnden Wachsalbtraum verwandelt werde, sprechen Kinder wirklich auf sowas an? Ich habe einen Jungen angeredet, der gerade mit seinen Eltern den Park verließ. Hab ihn gefragt, ob er denn was gelernt hätte hier. Er sagte, seine Aufgaben kämen ihm jetzt nicht mehr so hart vor, wenn nur Mutter ihn nicht an die Oberfläche schicken würde. Du wolltest unsere Stadt also ihres Lebenssaftes berauben. Rapture ist ein Organismus-Delta. Ich bin seine Stimme und Big Sister ist die Hand. Wenn Rapture von dir spricht, erhitzen Sie Gegner bis auf 1000 Grad. Achtung, Feuer breitet sich aus. Sagt es nur das eine. Schlaf jetzt. Deine Tage sind gezählt. Oh, eine Party. Aber diese Party ist gerade etwas ins Schleudern geraten. Karl braucht Feuer für seine Zigarre, aber niemand kann ihm helfen. Wie erwachsen ihr MK?
Nicht mal eine Big Sister kommt gegen dich an. Tja, komm jetzt zurück und schmelz das Eis weg. Dann können wir diese klapprige Geisterbahn hier hinter uns lassen. Eleanor entwickelt sich großartig. Meine physische Mitwirkung bei ihrer Geburt war natürlich auf ein Minimum beschränkt. Ich kann unmöglich irgendwelche Launen der Natur riskieren. Ich werde vor allem meinen Intellekt an sie weitergeben. Loyal nicht ihr, sondern dem Volk gegenüber, das sie letztlich erretten wird. Aber ich gebe zu, es macht mich durchaus stolz, wenn ich mir ihr ab... Ausgezeichnet, alter Junge! Du bist ja ein echter Glücksfall. Jetzt öffne den Bahntunnel von der Sicherheitsstation aus, dann komme ich und springe rein. Ich sehe einem Mann gern in die Augen, wenn ich ihm mein Wort gebe. Wir beide, Kleiner, werden's weit bringen. Ich habe gedacht, du bist eines von Sinclairs hirnlosen Monstern, die er schickt, um Rapture im Würgegriff zu halten, während er die Stadt ausplündert. Aber nein. Du bist dir deiner furchtbaren Lage bewusst. Ich frage mich, wer könnte so grausam sein, einem Mann ohne Gesicht einen Spiegel vorzuhalten? Lam hat auf uns gewartet. Schieß und starte die Bahn! Thank you.
Konzern, der sitzt jetzt in Pauper's Drop fest. Der Schienenverkehr wird eingestellt bis jetzt. Der Feind ist allein. Wir sind die Familie. Lamb versucht uns festzusetzen, mein Junge. Die ganze Stadt ist abgeriegelt, verdammt! Um mit der Bahn weiterzukommen, brauchst du einen Sicherheitshauptschlüssel von der Bezirksrätin hier, Grace Holloway. Die hat mich hier unten aus meinem eigenen Hotel geworfen, dem Sinclair Deluxe. Finde sie und besorg den Schlüssel. Ich erinnere mich an dich. Du hast mir Eleanor geraubt und in eine Kreatur verwandelt, die zu krank ist, um zu sterben. Und jetzt kommst du zurück und willst mich auch holen? Nichts da, Blech-Daddy. Wenn wir dich an einer Straßenlaterne aufknüpfen und du deinen letzten Atem röchelst, sollst du mein Gesicht sehen. Ich brauche
braucht niemanden. Ich hab das Adam. Schlag dir jemand auf? Hat's dir keiner gesagt, dass Adam hier gehört? Was haben die erwartet? Die lagern hier in der Klinik genug Drogen, um einen Rhinoceros hochzuspleißen. Na? Natürlich rennen ihnen die armen Teufel vom Pauper's Drop die Tür ein. Mein Job ist es, mir einen neuen Code auszudenken, damit die nicht reinkommen. Und zwar ungefähr jeden zweiten Tag mittlerweile. Ich werde im Fishbowl Diner drüber nachdenken. Schlafende Engel leuchten. Brüder und Schwestern. Das Monster hat uns ein weiteres unserer Babys geraubt. Dieser Blechte, die ist leer wie eine Gefängniszelle, die einen Insassen braucht. Und er wird die Kleine nicht freiwillig gehen lassen. Jagt ihn! Thank you.
Das war's. Es ist zu Ende. Ich habe diese Bahn aus dem Nichts erschaffen, habe mich an Mr. Ryans Regeln gehalten. Aber dann bittet er mich, meine eigenen Cash-Reserven den Banken zu überlassen, damit Rapture ein bisschen Luft zum Atmen bekommt. Und jetzt will Austin Bettisphere, diese Scheißfirma, mich aufkaufen. Die wollen alle Strecken stilllegen. Ich habe keine Familie und keine Zeit für Freundschaften. Ich bin der Atlantic Express. Und hier ist Endstation für mich. Thank you.